Norbert Rier, Frontmann und Leadsänger der Musikgruppe Kastelruther Spatzen, hat in seinem Leben und seiner Karriere Höhen und Tiefen erlebt. Obwohl die Gruppe große Erfolge erzielte und in der Volksmusikszene hohes Ansehen genoss, machten sich auch Trauer und persönliche Schwierigkeiten auf Norbert Rier bemerkbar. Norbert Riers Karriere bei den Kastelruther Spatzen hatte Höhen und Tiefen, aber er wusste immer, wie man sich bemüht und versucht, den Namen und die Klasse der Gruppe aufrechtzuerhalten. Dies hat dazu geführt, dass die Fans Norbert Rier nicht nur wegen seines musikalischen Talents, sondern auch wegen seiner Ausdauer und seinem Engagement lieben und respektieren. Auch im Familienleben war Norbert Rier mit Herausforderungen und Trauer konfrontiert. Es ist nicht immer einfach, die Balance zwischen Künstlerkarriere und Familienleben zu finden, und Rier war möglicherweise mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert. Heiraten und die Erziehung von 4 Kindern bedeuten große Verantwortung, und Traurigkeit kann in verschiedenen Aspekten des Privatlebens entstehen. Norbert Riers größte Traurigkeit in seinem Leben war vielleicht auf persönliche und familiäre Herausforderungen zurückzuführen, aber er entschied sich dafür, sie privat und außerhalb der Öffentlichkeit zu halten. Dennoch sind die Sympathie und die Unterstützung der Fans immer für ihn da, wenn schwierige Dinge passieren. Wir Norbert Rier und Kastelruther Spatzen lieben, sollten nicht nur in glücklichen Zeiten, sondern auch in schwierigen Momenten immer an ihn denken und ihn unterstützen. Norbert Rier war nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein zutiefst spiritueller Mensch, und seine Aufrichtigkeit machte die Gruppe zu einem wichtigen Bestandteil der Volksmusikszene. Jede Familie und jeder Einzelne steht vor einzigartigen Herausforderungen und Sorgen, und Norbert Rier ist da keine Ausnahme. Sein Familienleben, die Arbeit als Künstler und die Betreuung von 4 Kindern, hätte viel Druck und Angst mit sich bringen können. Auch wenn wir die größte Traurigkeit im Leben von Norbert Rier nicht genau kennen, ist es richtig, sie privat zu halten. Norbert Rier war im Laufe seiner Karriere nicht nur ein talentierter Sänger und Musiker, sondern auch ein professioneller Farmbesitzer. Das Leben auf dem Bauernhof und die Gründung einer Familie können bereichernde Erfahrungen sein, manchmal bringen sie aber auch schwierige Herausforderungen mit sich. Norbert Rier scheut sich nicht, seine Leidenschaft für Haflingerpferde zu teilen, und diese Verbundenheit ist auch ein wichtiger Teil seines Privatlebens. Mit den Kastelruther Spatzen erzielte die Gruppe bedeutende Erfolge, gewann zahlreiche Auszeichnungen und wahrte ihren Ruf über mehr als 4 Jahrzehnte. Jedes ihrer neuen Alben ist nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit für Norbert Rier und die anderen Mitglieder, ihre Liebe und ihren Stolz für ihre Heimat Südtirol zu zeigen. Diejenigen von uns, die Norbert Rier lieben, unterstützen und schätzen bitte weiterhin nicht nur seine Karriere als Künstler, sondern auch sein Engagement und seine Aufrichtigkeit in jedem Aspekt seines Lebens. Norbert Rier hat bewiesen, dass Liebe und Geduld trotz Härten und Trauer außergewöhnliche Musikkompositionen hervorbringen und starke Verbindungen zum Publikum schaffen können. In den Höhen und Tiefen seiner Karriere und seines Privatlebens war Norbert Rier ein Symbol für Geduld und Loyalität. Sein anhaltendes Engagement für die Kunst und sein Engagement für seine Familie haben ein beeindruckendes Bild dieses Künstlers geschaffen. Norbert Rier war nicht nur Sänger und Musiker, er war auch Ehemann und Vater und stand vor der großen Verantwortung, eine Familie zu ernähren. Das Familienleben erlebte nicht immer befriedigende Momente, und Norberts Bemühungen, Stabilität in seinem Familienleben aufrechtzuerhalten, haben ihn möglicherweise in Prüfungen und Traurigkeit geführt. Ein besonderer Aspekt im Leben von Norbert Rier ist seine Liebe zu Haflingerpferden und deren Zucht in seiner Freizeit.
Die Bindung zur Natur und zu Tieren kann eine Quelle positiver Energie sein und persönliche Traurigkeit lindern. Die größte Traurigkeit in Norbert Rias Leben dürfte eine persönliche Sache gewesen sein, die er für sich behielt. Umso wichtiger sind der Respekt und die Unterstützung der Fans. Jeder hat private Aspekte und persönliche Herausforderungen, und die Achtung dieser Privatsphäre ist Ausdruck von Unterstützung und Verständnis. Wir, die wir Norbert Rier und Kastelruther Spatzen lieben, senden ihm weiterhin Liebes- und Ermutigungsstrahlen. Norbert Rier hat gezeigt, dass Geduld, Loyalität und Liebe starke Motivatoren sind und wir aus diesen Werten lernen können, um das Leben sinnvoll und lebenswert zu machen. Bezug mehr. Insofern kursieren da auch so ein paar Storys über Norbert Wiener, von denen ich jetzt mal eine erzähle, die verdeutlichen soll, dass es sozusagen nur in der Welt der Mathematik schwebt. Ja? Und zwar sagt man sich, Norbert Wiener ist irgendwie einen Nachmittag mal oder einen Mittag mal über den Campus gelaufen und Gedanken natürlich versunken. Ja, und dann kommt so ein Student und stellt ihm eine mathematische Frage. So, und dann kommen die irgendwie so gemeinsam ins Gespräch über Mathematik. Und nachdem sie fertig sind, will der Student sich wieder verabschieden und er sagt Norbert Wiener zu dem Studenten, Entschuldigung, aus welcher Richtung bin ich gerade gekommen? Aus der oder aus der? Und der Student, ja, aus der. Ne? Norbert Wiener, okay, ja gut, dann war ich noch nicht essen gewesen. Ne? Also so Gedanken versunken in der Mathematik und irgendwie völlig alltagsfremd. Ah ja, eine andere Story, bei der ich aber nicht so richtig sicher bin, ob die tatsächlich stimmt, ja? Aber man erzählt sich trotzdem, ist Norbert Wiener, der wollte umziehen, also seine ganze Familie ist umgezogen. Ja? Und Frau Wiener, ja, kennt natürlich den Herr Wiener. Ja? Also hat sie einen Zettel geschrieben, heute Abend, ja, nicht zur alten Wohnung gehen, sondern zur neuen Wohnung und die ist da und da. Zettel mitgegeben, in die Tasche gesteckt. Okay. Abends, Norbert Wiener kommt nach Hause, hat natürlich den Zettel vergessen, alles vergessen, ja, Umzug vergessen und so weiter, kommt nach Hause, Wohnung leer, Haus leer. Ja? Panik, was ist los hier? Er rennt durch die Gegend, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Einmal kommt so ein kleines Kind an, ne? Und Norbert Wiener zu dem Kind, sag mal Kind, ne? Wo sind denn die Wieners? Und dann sagt das Kind, ja, komm Papa, Mama hat mich gerufen, ich soll dich nach Hause bringen. Ja, man weiß nicht so genau, ob das stimmt, ja. Aber das ist so das Bild des Mathematikers, ja, der irgendwie überhaupt keinen Bezug mehr hat zu alltäglichen Dingen, weil er so in seiner Zahlenwelt, in der Gedankenwelt schwebt. Ja? Eine andere Story ist von Hilbert. Ja? Kennt jemand von Ihnen Hilbert? Hilbert schon mal gehört? Sie kennen alle die berühmten Mathematiker nicht, ne? Komisch. Okay, die werden Sie im Laufe ihres Studiums kennenlernen. Also Hilbert, auch ein berühmter Mathematiker, aber ähnlich verpeilt, sage ich mal. Ja? Hilberts haben abends mal irgendwie Besuch erwartet. Ja? Und kurz bevor der Besuch kommt, da fällt der Frau Hilbert auf, hier, du hast noch gar keine Krawatte an. Ja? Geh mal nach oben und zieh dir eine Krawatte an. Also Hilbert geht nach oben und kommt nicht mehr. Besuch ist da, die warten alle unten, na, wo ist der Hilbert? Geht die Frau hoch, guckt und da liegt Hilbert im Bett und schläft.